Ich habe mich bei der Mission Future beworben, um ein Teil der Zukunft zu sein. Gemeinsam mit 40 anderen Jugendlichen werden wir heute und morgen Lösungen für die Zukunft finden. Ich bin bei der A1 Mission Future, weil ich mit der momentanen Situation der öffentlichen Verkehrsmittel am Land nicht zufrieden bin und möchte, dass sich das in Zukunft ändert. Um die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher mit Hilfe der Digitalisierung zu verbessern. Wie sich die Welt entwickeln könnte, was sich ändern wird und wie man vielleicht selbst einen Beitrag leisten kann. Weil wir jetzt schon lernen wollen, mit den Herausforderungen der Zukunft umzugehen. Und weil wir neue Erfahrungen sammeln möchten und neue Menschen kennenlernen. Und auf das freuen wir uns beide schon sehr. Wir haben 4 Themen: Mobilität, Umwelt, Gesundheit und Bildung. Grundsätzlich sagt die These der Megatrends, dass alle Megatrends miteinander zusammenhängen. Und diese 4 Felder sind ja alle Megatrends. Das heißt zum Beispiel eine starke Verbindung zwischen Mobilität und Umwelt. Ich bin im Team Bildung. Bei uns geht es darum, dass ein junges Mädchen mit einer kleinen Lernschwäche gleiche Chancen bekommen soll wie andere Kinder. Und genau darum geht es bei unserer Challenge und wir werden jetzt dann an die WU fahren. Dort werden wir der Tatjana Opitz Fragen stellen zu unserer Future Challenge. Und jetzt geht's ans Bearbeiten der Daten und ans Lösungsfinden. Wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht, ist es extrem wichtig, einfach Räume zu schaffen, wo wir ergebnisoffen denken dürfen. Und junge Menschen wissen Gott sei Dank noch nicht, was alles nicht funktioniert. Und es braucht genau dieses Projekt, um auch für Räume zu sorgen, wo man auch diese Gedanken einfach mal loslassen kann. Ali war halt wirklich, wirklich inspirierend mit dem, was er bisher gemacht hat und auch mit den Perspektiven, die er uns mitgegeben hat. Ja, gerade mit Tristan Horx, dass man sich nicht unbedingt einschränken muss beim Klimawandel, sondern auch wirklich durch Innovationen das Klima schützen kann. Das war eigentlich am spannendsten für mich. Der nächste Megatrend ist eben der Umwelt. Wie kriegen wir die Welt gerettet quasi auf ökologischer Ebene? Zum Ende muss es eben eine Synthese aus neuen Technologien und dem Verzicht auf gewisse alte, vielleicht auch blöde Umweltformen sein. Ich habe die ganze 1 Mission Future bisher echt cool gefunden, den ganzen Input, den man gekriegt hat. Egal, ob es jetzt eben von den Vorträgen ist oder die Learning Journey gestern. Das einzig Beständige ist die Veränderung und das ist die Digitalisierung.